Bist du ready? Let's go. Voll gepackt. Leider ist es doch irgendwie grauer als gedacht. Aber heute sollte ja irgendwie ein bisschen die Sonne scheinen. Aber ist egal. Ja, jetzt noch schnell irgendwie was essen holen. Weil das Zeit für Brot war ein bisschen voll. Und ja, gucken wir mal. Danach müsst ihr noch nach einem Auto jagen. Und es ist sehr rutschig, Julio. Ja, let's go. Passt perfekt. Aber es sieht geil aus mit den Lichtern. Komm mal, Taube. Nein. Sieht gut aus. Lecker. Nom, 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 nom. Auch mal einstellen. So, wir suchen noch jetzt unser Auto. Und dann geht's wieder los. Sieht so aus, dass wir irgendwas gefunden haben. Ja. Andere haben suchen. 6 Stunden plus ein bisschen Schutz. Gut aus. Voll so kalt. Kuss. Am Suchen. Beschäftigt. Das Auto ist doch nicht gut. Drücke bitte die 1. Wir müssen jetzt ein anderes Auto nehmen. Oh Mann, ja, erst müssen wir noch canceln. Die Zeit ist sehr lang. Sehr lang. Wenn du Support auf Englisch unterstützt werden möchtest, bitte drücke die 1. Deutschland. Genau deswegen können wir nicht fahren. Wir können fahren, aber zu langsam. Beziehungsweise ist nicht so sicher, wenn wir auf dem Feldberg fahren wollen, ne? Ja. Och Mann. Oh, ja, ja. Und das Auto ist ein bisschen dreckig. Das andere Auto wurde leider schon gebucht. Deswegen müssen wir irgendwie so fahren. Und das Problem ist, der Reifendruck ist zu niedrig und wir sind jetzt losgefahren, weil in der Nähe jetzt kein anderes Auto mehr war. Aber ich wollte fragen, wenn ich das an der Tank... Three hours later. Tschüss. Und jetzt? Günstiger. Hoffentlich. Wir fahren. Ja, es wird immer spannender.
was Süßes für den Weg. Und was halt die Dieben gekifft. Rington für heutigen Tag. Ja, das ist heute, glaube ich, den ganzen Tag. Ich hoffe nicht. Leute, ich habe kein Geduld mehr. Egal, jetzt ist es. Also doch ein bisschen Glück gehabt mit dem Wetter, geil. Schon ein kleiner Kontrast zum Frankfurter Bahnhofsviertel, muss ich sagen. Krass. Heftig, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so geil aussieht. So, jetzt geht's. Haben es jetzt doch geschafft. Guck mal. Wie geil. Und freut euch auch. Ja, literally über den Wolken, genau. Geil. So schön. Alle am Content festhalten hier. So, jetzt noch so 10, 15 Minuten, dann haben wir es vielleicht hochgeschafft. Das ist echt wunderschön. Kommt ihr? Doch ein etwas größerer Akt. Damals war das irgendwie super einfach. Wir sind aber hochgefahren, hat oben geparkt, aber jetzt, seit Corona ist irgendwie. Ja, meistens abgesperrt, wieso auch immer. Ich glaube einfach, weil alle Leute irgendwie hoch wollen gleichzeitig. Kommen bei so einem schönen Wetter. Und ja, deswegen muss man jetzt halt hochlaufen. Aber das lohnt sich, denke ich. Das ist echt schön. So geil. Die Bäume auch. Die Sonne scheint. So. Boah. Ich glaube, oben wird die Aussicht noch mal geiler. Irgendwie ist hier alles abgesperrt. Richtig gut. Boah. Oh mein Gott, Leute. Wir sind wie in einem Märchen. Geil. Aber irgendwie kommen hier immer noch Autos hoch. Wirklich, wir hätten einfach auch hochfahren können, glaube ich. So, die kleine Mannschaft kommt auch hinterher. Boah, jetzt hier mit der Sonne. Warte, ich zeige es euch mal. Ui. Und? Was, Hund? Nicht Hund, sondern und, gefällt's dir? Ja. Das erste Mal Schnee, sieht sie. Sie kommt aus Südafrika. Oh, really? Deswegen
Jo. Ja, komm, pass auf, guck lieber auf den Boden. Hey! Hey! Mein super Andrik. Ich muss nur aufpassen. Ich glaube, im Wolken sind Paradies für Dorgos. Oh, Scheiße, schon wieder fast auf die Fresse gefallen. Ach du Scheiße. Weil ich die ganze Zeit jede 2 Sekunden am Fass hinflacken. Ja, vor mir ist noch. Guck, gibt's einfach nicht. Aussicht wird euch auch gefallen. Wunderschöne. Hier diese Berge. Hey. Irgendwie sieht es so aus, als wäre ich der Einzige ohne Mütze. Ist auch ein bisschen kalt, muss ich sagen. Aber es geht noch. Hier riecht es irgendwie ein bisschen weird. Nach Abfluss. Ja. Aber sieht schön aus. Bisschen komisch. Hat jemand abgefangen? Ja. Warum stinkt? Ja. Oh, eine geile Aussicht und dann stinkt es einfach so krass. Das riecht echt nach Scheiße einfach. Geil. Tja. Krasse Realität. Ist ein bisschen zu voll, muss ich sagen. Ich dachte jetzt nicht, dass es so voll wird. Schon ein bisschen traurig. Damals war es irgendwie cooler, aber ist ja auch Samstag. Lauf nicht so schnell. Yes, wir haben es geschafft. Juhu! Oh ja. Oh, meine Hände frieren gerade ein bisschen kaum. Scheiße. So, wir nehmen hier die Seitenstraße, weil diese Leute haben mich ja alle platt gemacht. Und ja, man kommt hier auf jeden Fall nicht runter. Das ist einfach zu rutschig. Aber hier geht's. Ja, hier Schnee. Ist Schnee. Ja. Trotzdem, ich werde gleich so auf die Fresse flacken. Ich sag's euch jetzt schon. Ja, und wohin schaust du? Nach Domrem. Genau, da lang. Aber nee, das ist glaube ich. Obwohl, doch, das ist fast schon die Richtung Domrem. Alles richtig. Oh jo, ich werde gleich so hinflacken. Uiuiui. Ach du Scheiße, das war knapp. Und der nächste. Wir sind aber da unterwegs. Was mit denen ist. Boah, das sieht schön aus. So, mein Eisprinzessin. Das wird gleich ein guter Weg nach oben. Ja. Schön. Keine anderen Worte dafür.
Boah, das ist wieder so ein Weg nach oben. Muss ich wieder da hoch. Und, aber hier geht's tatsächlich mit dem Laufen. Oben wird's entspannender ein bisschen. Wo, hier? Okay. Ihr habt die Anweisungen gehört. Aber hier ist auch schön, da hinten. Lass mal noch mal da hin. Jetzt sieht es auch echt gut aus, weil es nicht so, so krass hell ist. Aber es geht voll. Ich muss gleich einen Gimbal holen. Und so einen Stock. So, ich mache jetzt eine Expedition. Kommt das so lang? Die sind mir einfach zu langsam da. Das sieht so geil aus, da hinten mit dem Berg auch. Oh ja, ist das geil. Aber es ist echt schön, mal wieder aus der Stadt irgendwie rauszukommen und mal so eine Scheiße hier zu machen, einfach rumzulaufen. Ujo. Das ist ganz schnell. Guck, wie schön. Weil das sieht man bei uns im Bahnhof sind irgendwie selten. So eine Aussicht und so viel Natur. Ich wie aus dem Flugzeug da hinten. Krass. Überall auf Dagos. Oh, Sonne. Wärmt doch noch mal schön. So, jetzt geht es wieder runter zum Auto und dann gehen wir, wir trinken dann erstmal heißen Tee, weil wir haben noch einen Tee dabei und danach geht es wieder heim, beziehungsweise erstmal die zwei wieder abliefern. Ja, hat echt Spaß gemacht, ist echt schön. Oh, hier ist auch nochmal eine coole Aussicht. Hier nochmal so ein vereistes Auto, komplett. Bis Sonne. Wir sehen uns wieder in ein paar Monaten, glaube ich, wenn überhaupt. Hoffentlich. Und wie fandet ihr das? Sehr. Geil, ne? Hat sich doch gelohnt mit dem ganzen Kampf noch davor. Okay, nächstes Mal fahren wir einfach hoch. Wir fahren die ganze Zeit Autos hoch. Ich verstehe das nicht. Aber man ist da unnötig. Ja, aber ich glaube, man muss einfach sagen, dass man hier essen will oder so und dann geht es. Schreien wir das nächste Mal im Januar oder so, wo es vielleicht auch unter der Woche mal einfach ein bisschen leerer ist, weil jetzt hier an einem Samstag ist halt echt komplett full. Sonne, letztes Mal. Ja, und jetzt gehen wir runter. Das letzte Mal nochmal hier die schöne Aussicht genießen und dann kommen wir zu unseren schönen Aussicht. Irgendwie dachte ich, es wird schwerer zu filmen. Aber eigentlich ist es voll cool, oder? So zu vloggen. Ich glaube, das machen wir jetzt öfter. Es ist so schön, Mann. Wieso ist nicht Frankfurt so schön? Ja. Ich bin mal gespannt, was sie uns später anbieten, weil das Auto war echt krass verdreckt. Meine Hände sind gleich Eiszapfen, aber ja, das machen wir für diesen View auf jeden Fall. Boah. So, nicht mehr weit da vorne. Oh ja, wir gehen. Letzten Sonnenstrahlen mitnehmen.
Ja. Mach halt, dass er auf dich springt. Komm, okay. Ja. So, jetzt gehen wir los, ne? Ja, ja. Ja, klar. Guck mal da, wo zu tun. Ups. Sehr gut. Wie im Chef.